was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? You know, Dr. Dieter and I have almost 50 years of parliamentary experience. Him in there and me in the British Parliament. But we have learned that it's just as important to be taking the message out amongst the people, no longer as much as before on the streets, now through their tablets, through their telephones, through their television screens. So we haven't left politics. We're just practicing it in a modern way. 7 Tage lang, jetzt wollen wir schaffen, komm was an. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen. Mr. Biden, tear down this wall. Tune in to Motes of Deutsch every Sunday with Dr. Dieter Dehm. Another preach in the wall. Motes of Deutsch, jeden Sonntag, 17 Uhr. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Was sollen wir denken, 7 Tage lang? Bullshit Storm. Aber nicht bei Moots auf Deutsch mit Dr. Dieter Dehm. We don't need no education. Moots, another breach in the wall. Ja, hallo. Und endlich wieder im vollen HD-Format. Nicht mehr vom Lago Maggiore, nicht mehr von Blitzeinschlägen und Stromausfällen überschattet, sondern wieder hier aus Berlin, der Hauptstadt, Motes auf Deutsch und so wie vor der Sommerpause. Aber die Sommerpause war ja auch kurzweilig und schön und wir hatten gute Gäste und diesmal haben wir ganz tolle Gäste. Wir haben zum ersten den Koordinator der Deutschen Friedensbewegung, Rainer Braun, und dann Markus Krall, dem sie die Wohnung durchsucht haben, den sie abgehört haben im Gespräch mit seinem Anwalt, Hans-Georg Maaßen, und was für uns Grund genug war, mit ihm darüber zu reden. Alles das kommt jetzt, und jetzt eine kleine Werbeunterbrechung, wie Sie es auch gewöhnt sind. Die Werbung wird jetzt immer etwas mehr. Mein Hut, diese Hommage an George Galloway, dem Erfinder von Motes, den setze ich jetzt wieder ab. Symbolisch war er drauf, um zu zeigen, Grüße nach Großbritannien, nach George Galloway und seinem Team, und wir hoffen, ihm hier alle Ehre zu machen. So, kleine Unterbrechung. Bullshit Storm, aber nicht bei Moots auf Deutsch mit Dr. Dieter Dehm. Moots auf Deutsch mit Talking Head Dr. Dieter Dehm. Auf der Jagd nach dem verborgenen Schatz der Fakten. Ja, also es geht wieder los. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Wie hat es eine grüne Politikerin gesagt? Der Virus ist noch nicht fertig mit uns. Und der grünen Politiker, Gesundheitspolitiker Dahmen empfiehlt jetzt wieder Schutzmasken. Die Corona-Infektionszahlen auf der Südhalbkugel steigen wieder, und auch in Deutschland müssen die Fallzahlen wieder stärker in den Blick genommen werden, fordert der grüne Gesundheitspolitiker Dahmen, schreibt die Rheinische Post. Derweil kommt, wie der Zufall so spielt, ein neuer Impfstoff in die Praxen. Moats hält sie auf dem Laufenden, und vielleicht werden wir auch ein Konto für Rechtsschutz bilden für alle diejenigen, die diesmal diesen Corona-Horror
nicht mitmachen wollen. Grüne Politiker vorne dran. Wenn Sarah Wagenknecht sagte, die gefährlichste Partei im Bundestag, das seien die Grünen, dann schwingt da auch etwas Bitterkeit mit, denn viele von uns haben früher große Hoffnungen auf diese Grünen gesetzt und sie gelegentlich sogar gewählt. Aber ja, wie das so ist, Täuschungen und Enttäuschungen folgen aufeinander und das Ganze wird immer mehr zu einem großen Sprachverwirrspiel, zu einer babylonischen Sprachverirrung. George Orwell hat in seinem berühmten 1984 schon davon gesprochen, dass sich das Kriegsministerium in Friedensministerium umtauft. Gestern noch sowjetische Geheimagenten, heute Unterwanderer von rechts. Gestern noch Kommunistenfreunde, heute Freunde von rechts, aber immer mit denselben Methoden der Jagd und der Verfolgung. Ich wurde aus der SPD ausgeschlossen und auch gelegentlich anderweitig angegangen als Kommunistenfreund, als Ostspion, als Helfershelfer von RAF-Terroristen, bekam Auftritts- und Berufsverbot. Aber viel schlimmer als mich hat es Leute getroffen, die Arbeiter und Angestellte waren und nicht das Privileg hatten, ihren Zorn in Liedern zu verbreiten. Und da muss man eben auch dran denken, damals wurden die Berufsverbote ausgesprochen, im Wesentlichen gegen Kommunisten und ihren Freunden, zu denen ich dann auch immer gezählt wurde. Heute sind das dann Rechte. Und man denkt, das seien Rechte, aber das sind gar nicht wirklich Rechte, die mit diesem Begriff verfolgt werden, jedenfalls nicht allzu meist. Und die Leichtfertigkeit, wie man damals Kommunist und Kommunistenfreund genannt wurde, ist dieselbe Leichtfertigkeit, mit der man heute dieses schwere Bleigewicht, Nazi zu sein, um den Hals gehängt bekommen soll. Und es fühlt sich nicht nur so ähnlich an wie damals, es ist auch so. Die Silberzungen in den Medien, die damals mit Hilfe von staatlichen Geheimdiensten Leute verfolgt haben, Leute skandalisiert haben, Leute an den Pranger gestellt haben, die hießen damals Gerhard Löwenthal, die Älteren unter Ihnen werden sich noch daran erinnern, und die Bild-Zeitung war es, die Rudi Dutschke zu Tode gehetzt hat. Heute heißen sie Jan Böhmermann und Taz. Und sie zielen auf dieselbe Gesundheit ihrer Opfer, auf die Berufe, auf die freie Meinung, auf sogar Leben, wie damals das auch gegen die Vorkämpfer der Friedensbewegung von diesen Hexenjägern exekutiert wurde. Es sind Marder im Blutrausch, damals gewesen und jetzt wieder. Vom Staat unterstützt und natürlich nicht in der Lage, sich selbst eine Maulsperre einzulegen. Und das transnational agierende Großkapital stopft ihnen hinten und vorne alle Löcher voll, bis auf die München. Die sollen ja weiter von Dünnschiss fließen. Und wie die den Sozialstaat zugrunde geredet und geschrieben haben, reden und schreiben sie heute den Rechtsstaat zugrunde. Da hat jetzt die Staatsanwaltschaft alle Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann eingestellt. Und trotzdem sind es Böhmermänner und Taz-Frauen, die sagen, er ist doch nicht unschuldig oder er ist wenigstens
ein bisschen schuldig. Aber in unserem Rechtsstaat ist man entweder schuldig oder unschuldig. Ein bisschen schuldig gibt es nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr den Freispruch mangels Beweisen. Den hat man extra deswegen abgeschafft. Also man hat sich schon daran zu gewöhnen. Manchmal tut mir das auch leid, dass Ermittlungen eingestellt werden. Aber Rammstein, deren Musik ich nicht ertragen kann, ist unschuldig. Und ich kann nicht ertragen, wenn da jetzt mit Dreck hinterhergeworfen wird. Oder wenn jetzt zum Beispiel Böhmermann Harald Schmidt in die Nähe von, ausgerechnet Harald Schmidt, in die Nähe von Nazis rückt. Harald Schmidt in die Nähe von Nazis. Es wäre ein Witz, wenn er nicht so bösartig und hundsmiserabel wäre. Ich zitiere mal aus der Bild-Zeitung, die geckert. Böhmermann zieht auch einen Nazi-Vergleich, spricht von einem Jahresfest des völkischen Beobachters. Das war jene Zeitung, die im Auftrage Hitlers Juden gejagt hat und die Nazi-Propaganda verbreitet hat. So etwas kommt heute zustande. Aber ich sage Ihnen, Harald Schmidt hat mehr Aufklärung, mehr Spaß, mehr Satire in seinem kleinen Finger als alle Böhmermann-Sendungen zusammengenommen. Was die Woken-Propagandisten krampfhaft wollen, ist ein Festhalten an einem uralten Faschismusbild. Was die Woken-Sprachverdreher unterdrücken, ist der Wandel der terroristischen Diktatur des aggressiven Monopolkapitals, das damals hinter Hitler stand. Dabei war der sogenannte Nationalsozialismus antinational und antisozialistisch. Nationalsozialistisch war antinational, antisozialistisch. Und die sogenannte Arbeiterpartei in der NSDAP war keine AP, keine Arbeiterpartei, sondern eine Großkapitalistenpartei. Vor 90 Jahren aber überhöhten diese Nazis den Nationalstaat nationalistisch. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Heute hat man manchmal den Eindruck, am grünen Wesen soll die Welt genesen. Die Nazi-Finanzierer damals waren Konzernherren wie Krupp, Thyssen, Stinnes oder Hermann Josef Abs für die Deutsche Bank, der auch übrigens mit dabei war, Auschwitz vorzufinanzieren. Und sie wollten damals mit Hilfe des deutschen Nationalismus an das sowjetische Gas heran. Das war eines ihrer erklärten Kriegsziele. Und übrigens, dieser Abs rechnete den Naziführern vor, wie sie mit diesem Feldzug und diesem Gas die Schulden noch vom Ersten Weltkrieg bezahlen könnten, was wenige wissen. Heute wollen Woke und Grüne als Steigbügelhalter von Joe Biden ähnliche Profitzwecke mit dem Gas, oder sie merken es nicht, sind einfach zu blöde dafür, aber sind dabei doch die Funktionsträger. Heute brauchen sie dazu keinen Nationalstaat und keinen Sozialstaat mehr. Der Faschismus ist heute dabei, die Nationalstaaten überall zu zerstören, Fail States, zerstörte Staaten zu hinterlassen, und das nicht nur in Afrika, in Libyen, in Syrien oder in anderen Staaten, sondern auch hier mitten in Europa. Und somit hat der Faschismus einen völligen Funktionswandel erlebt. Nicht mehr auf dem Rücken des Nationalstaats mit Menschen, die an den Nationalstaat glauben und ihn auch überhöhen, sondern gegen den Nationalstaat. Wer früher am Nationalstaat hing,
muss heute deswegen kein Rechter sein. Viele, die gestern noch mehr oder weniger hirnlos oder verzweifelt hinter rechten, völkischen Ideologien hergetrabt sind, verstehen heute, dass mit diesem Imperialismus jedenfalls die heimische Scholle, die deutsche Wiese, der deutsche Wald, das deutsche Handwerk nicht mehr zu schützen ist, sondern dass man sie auch verteidigen muss gegen transnational agierende Konzerne. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im Bündnis gegen diesen US-Imperialismus neue Kräfte hinzugewinnen und an Breite vor allen Dingen dazu bekommen. Abseits des Nationalismus, ja, abseits eines überhöhenden Nationalismus, der Deutschland über alles sieht. Hinter dem US-Imperialismus und der NATO haben sich die terroristischsten Großkonzerne eingefunden. BlackRock, Amazon. Mein Freund Werner Rügemer hat darüber ein wunderbares Buch über BlackRock gerade veröffentlicht und reist durch die Lande. Wenn Sie irgendwo sehen, dass er liest, gehen Sie unbedingt hin. Da können Sie viel über BlackRock, diesen größten Investor der Welt, gerade in Rüstungskonzernen, erfahren. Und die Angriffsziele des US-Imperialismus sind nicht nur hier in Europa. Heute schrieb Sergio Ferrari in den Nachdenkseiten unter dem Titel "In transnationale Konzerne verstärken neoliberale Offensive gegen Staaten Lateinamerikas". Ich lese es mal vor. Bis zum 24. Juli meldete das transnationale Institut mit Sitz in Amsterdam 18 neue Klagen, die von großen nordamerikanischen und europäischen Konzernen gegen lateinamerikanische und karibische Staaten eingereicht wurden. Insgesamt in der Region mit 364 Fällen und milliardenschweren Entschädigungsforderungen. Fatale Eingriffe auf die dortigen Bevölkerungen. Wenn wir also den Sozialstaat im deutschen Nationalstaat verteidigen, tun wir dies gegen dieselbe Übermacht, wie es Kuba tut, Nicaragua tut, Brasilien tut und viele andere Staaten, auch die in Afrika, auch im Niger, auch dort, wo sie Kinderarbeit nun endlich weghaben wollen, wo Kinder in Goldschächte, in Diamantenschächte geschickt werden und anderswohin. Und wo sich die Menschen erheben wollen gegen die Knute des Dollars, die Knute der Wall Street und die Knute des Pentagon. Und deswegen, weil wir sehen, dass sich diese BRICS-Staaten, wir sprachen beim letzten Mal mit Florian Barwick darüber, erheben in einer Breite, die völlig neu ist. Das geht von den iranischen Mullahs über indische Hindu-Parteien, die ziemlich antikommunistisch sind, zum kommunistischen China, zum mit Finanzoligarchen ausgestatteten Russland, und mit dann auch Ländern wie Brasilien und anderen, die unter dem früheren Gewerkschaftsführer Lula nun einen Präsidenten haben. Also das ist sehr breit. Wenn wir das wollen, dann können wir uns manche Engstirnigkeit in Deutschland nicht mehr länger erlauben. Und darüber, wie breit eine Friedensbewegung sein kann, habe ich eine Umfrage gemacht. Das Ergebnis wenn wir dann gleich hören, nämlich darüber, ob man die Friedensbewegung auch für rechte Demokraten, ich sage rechte Demokraten, öffnen sollte und um diese Potenziale erweitern. Darüber habe ich gesprochen oder werde ich sprechen, habe ich gesprochen und werde ich sprechen mit Rainer Braun, dem
Koordinator der Deutschen Friedensbewegung. Und hernach werden wir dann Markus Krall hören, der einer von denen ist, um die es dabei geht. Wenn ich am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, spreche in München vor der Friedensbewegung, wird zum einen Rainer Braun mitdiskutieren und mitsprechen auf der Kundgebung. Es wird Jürgen Todenhöfer, der frühere Christdemokrat, mitsprechen und es wird auch Markus Krall dabei sein. So breit wird das in München aufgestellt werden und anderswo sind auch ähnliche breite Bündnisse unterwegs. Deswegen sage ich mal, bis gleich, aber erst noch ein Werbeblock mit den tollen Harlekin-Produkten. Die Sendung wird unterstützt von iClip, der cleveren Geldbörse im perfekten Mini-Format. Packt flexibel, sensationelle 12 Karten und Scheine, ist easy zum vorne einstecken, sorgt somit für einen aufrechten, geraden Gang, ist leicht zu bedienen. Selbst Boxer kommen damit klar. Da schaffst selbst du es, dich von deiner alten Geldbörse, der Unwucht, die dich buckelig macht, zu trennen. Ich meine von der Geldbörse zu trennen, nicht von der Frau. iClip ist made by Frank Meyer, Unternehmer. Und er macht in Bad Dürkheim fast alles in Eigenproduktion, hat dort eine tolle Mannschaft. iClip ist der Geldbeutel der Zukunft. Nichts drückt, nichts zwickt mehr. Ist sicher, ist zum vorne einstecken. Bestelle direkt beim Hersteller, damit Löhne im Land gezahlt werden. www.iClip.com oder bequem bei der Hochfinanz auf Amazon.de. iClip hilft dir, einem aufrechten, geraderen Gang und heimischer Wirtschaft bedingt auch. Ja, doch, dann geht's schon. Ja, also das war jetzt eine kleine Umstellung. Wir haben eben den tollen iClip gesehen. Auch einer, der uns unterstützt und der auch bei uns wirbt. Wir hatten ihn beim letzten Mal, Frank Meyer, weltweit der Patenthalter für diesen iClip, den ihr gerade gesehen habt, die tolle Geldbörse, für die ich gerne Werbung mache, weil die hatte ich schon, bevor ich Frank Meyer bei einem Vortrag übrigens von Markus Krall kennengelernt habe. Und danach kommt dann Harlekin-Shop. Also wir bewerben hier eigentlich nur, wohinter wir auch mit gutem Gewissen stehen können. Jetzt begrüße ich auf der anderen Seite Rainer Braun, freue mich sehr auf ihn. Und Rainer, du, ist live dabei, da ist Rainer Braun. Rainer, hallo. Hallo, Dieter. Hallo. Du bist am 3. Oktober auch dabei, du hast auch mehrere Kundgebungen schon mit Leuten erlebt, und zwar nicht nur jetzt im Ukraine-Krieg, sondern damals gegen die Atomraketen. So lange kennen wir uns schon vom Hofgarten in Bonn, bei denen auch Leute dabei waren, die mit dir und mir also nicht so übereingestimmt haben, aber wo wir gesagt haben, für den Frieden brauchen wir sie. Welches Gefühl hast du, wenn du für den 3. Oktober das Plakat siehst mit Markus Krall, mit Jürgen Todenhöfer, na und mit mir? Also erstmal habe ich ein tolles Gefühl, dass wir diesen 3. Oktober in der breiten Bündnisbreite hinbekommen. Da muss man ja wirklich nicht alle mögen, die dort reden. Die sind mir zu neoliberal, manche von denen sind mir auch zur AfD nah. Aber die Gemeinsamkeit des Krieges gegen die Ukraine sollte doch ein verbindendes Element sein. Und ich hoffe, dass die Absage an diesen Krieg und das Eintreten für Waffenstillstand und Verhandlungen uns gemeinsam bindet. Friedensbewegung muss die größtmögliche Breite anstreben. Das schließt Faschisten per se aus, weil Faschismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen ist. Und ansonsten denke ich, dass das Bündnis vor allem mit Wertkonservativen eine strategische Option für die Friedensbewegung ist. Genauso wie wir auf der anderen Seite, und wir beide haben ja auch mit denen einige Probleme, wir bestimmte Linksradikale sehr gerne bei unseren Aktionen begrüßen, wenn es gemeinsam um den Frieden geht. Rainer, ich komme mal auf einen Gedanken, der vielleicht etwas kompliziert ist für so ein etwas locker flockiges Format wie eine Talkshow, aber gewiss nicht für ein Gespräch mit dir. Ich habe das eben versucht in meiner Vorrede zu erklären. Damals war der Faschismus an eine gewisse
Ideologie in seiner Basis von völkischem, von nationalistischem, von Überhöhung des Nationalstaats gebunden. Heute erleben wir einen aggressiven Imperialismus von Leuten wie BlackRock, die zum Beispiel ihren Vorstandsbereich völlig gegendert haben. Also wo nicht mehr als 50% alte, weiße Männer dabei sein dürfen, da haben die ja ein Gesetz in ihrem Konzern da durchgesetzt. Könnte es nicht sein, dass auch der Begriff des Faschismus sowohl seine objektive Funktion an gewisses Großkapital immer gebunden zu sein, und wenn das Großkapital den Faschismus nicht finanziert, dann hat er auch wenig Chancen, richtig an die Macht zu kommen, als auch an der subjektiven Basis, also Volk ohne Raum und diese ganzen nationalistischen und völkischen Versprechungen, dass sich der Begriff des Faschismus auch erheblich geändert hat. Also ich denke, dass wir erstens sehr, sehr vorsichtig mit dem Begriff des Faschismus umgehen sollten. Rechtsradikale, rechtsoffene, rechtsextremistische Kräfte sollte man als solche auch benennen. Und sie zeichnen sich ja durch bestimmte Sachen auch aus. Das ist vor allen Dingen auch ein völliges unsoziales Verhalten, ein fremdenfeindliches Verhalten, ein feindliches des Hasses gegenüber Geflüchteten, die vor unseren imperialistischen Kriegen fliehen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig, diesen Begriff zu benutzen. Sicher hat dieser Begriff sich verändert. Wenn man die Frau Meloni in Italien anguckt, die ja wahrscheinlich ein Sinnbild für eine faschistische Regierungspräsidentin ist, die ist erstens heute total EU-hörig, die ist zweitens absolut antisozial eingestellt, die nimmt den Armen noch das Letzte, was sie haben in Italien. Und von daher bin ich sehr vorsichtig beim Benutzen dieses Begriffes. Ich denke aber auch, dass der Faschismus eine Aufgabe immer noch erfüllt. Und das ist das Ablenken davon, dass die Menschen erkennen, was ihre wahren Interessen auf einer politisch antikapitalistischen Linken sind. Und dieses deutlich machen, dass nur ein Antikapitalismus für die soziale Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen kann, ist die Linke für verantwortlich. Und das unterscheidet sie fundamental von rechtsradikalen faschistischen Kräften. Zweitens darf man, glaube ich, nie die Gewaltausübung durch faschistische Kräfte mit Vorfeldorganisationen, mit Tagorganisationen, mit Schlägerorganisationen unterschätzen und vergessen. Das erleben wir ja, du hast auch in deinem Beitrag auf Lateinamerika verwiesen, ja gerade durch die Truppen der Rechtsradikalen in Lateinamerika, aber nicht nur dort. Also von daher gibt es historisch übereinstimmende Momente, für die Dimitrov-Definition des Faschismus immer noch gilt, aber aus meiner Sicht natürlich auch veränderte Rahmenbedingungen, die faschistische Kräfte in der internationalen Klassenauseinandersetzung heute spielen. Und ich glaube, dass man beides benennen muss, um diese Kräfte richtig einordnen zu können. Noch eine abstrakte Frage, bevor wir dann wieder konkreter werden. Wir haben auf der einen Seite, vorausgesetzt, dass wir beide ja glühende Pro-Europäer sind. Wir sind ja für Europa. Nur ein Teil Europas ist eben auch Russland. Und das wird ja oftmals von denen, die da so reden, auch ausgeblendet. Nehmen wir mal jetzt aber die EU. Das ist nicht Europa. Es ist sogar wesentlich kleiner. Ich glaube sogar um 200 Millionen Menschen kleiner als die EU. Wenn wir die EU sehen und wir gleichzeitig sehen den US-Imperialismus, drückt dann der Eindruck, dass die EU hinter dem US-Imperialismus allmählich immer gleichförmiger hinterher trabt? Also erstmal bin ich dir sehr dankbar, dass du nochmal darauf hinweist, dass EU nicht Europa ist. Ich glaube, das ist ein Kerngedanke aufklärerischer Politik heute. Und wenn man für eine Friedenslösung in Europa auch nur ansatzweise eintritt, muss man immer betonen, dass Europa wesentlich mehr als die Europäische Union ist. Zweitens, ich glaube, dass der Eindruck, den du gerade in deiner kurzen Zusammenfassung oder in deiner Fragestellung vermittelt hast, überhaupt nicht trügt. Die kleinen Indizien für eine auch nur ansatzweise Emanzipation von Europa, wie immer man sie bewerten mag, sind mit dem Ukraine-Krieg vollständig vorbei. Selbst diese Europäische Kommission und der Europäische Council nennt ja die EU Europa den Vasall der USA. Ich glaube, das ist eine völlig richtige Beschreibung. Europa oder EU Europa hat sich spätestens mit dem Ukraine-Krieg
in eine Vasallenrolle unter der USA gegeben, um seine global strategischen kapitalistischen Interessen in dieser Welt nur noch an Seite der EU, der USA zu erfüllen. Und hat auch nur die minimalen Ansätze, die es über Frankreich, die es über bestimmte Vereinbarungen gegeben hat, der Kooperation auch mit China, sei es auch nur ökonomischer Kooperation, weitestgehend und zunehmend aufgegeben. Von daher ist deine Beschreibung, EU-Europa heute zu einem sklavischen Vasallen der USA zu bezeichnen, aus meiner Sicht nach völlig richtig, was die Gefahr für den Weltkriegen eher noch deutlicher hervorbringen kommen lässt und noch steigert. Weil dieser gemeinsame Block hat sich damit zu einem aggressiven Kriegsblock entwickelt, der die Differenzen, die es zum Beispiel im Irakkrieg gegeben hat, nicht mehr hervorkommen lässt, sondern es zu einem einigen hegemonialen Kriegsblock in dieser Welt werden lässt. Wir haben eine Umfrage gemacht, die so in etwa das ausdrückt, was du jetzt gesagt hast, nämlich soll sich die Friedensbewegung um ihrer Wirkmacht willen, um einer größeren Durchschlagskraft willen, auch für rechte Demokraten öffnen. Und siehe da auf Twitter ist ein von seinem Publikum immer noch relativ wokes soziales Medium. Auf Twitter haben 75% gesagt, ja, die Friedensbewegung soll sich auch für rechte Demokraten öffnen. Und 25% haben Nein gesagt. Also diese Umfrage haben wir. Und ich glaube, das gibt in etwa auch wieder, was in unserer Basis so diskutiert wird. Wenn du jetzt diesen Ukraine-Krieg siehst, und wir wissen, er fing Jahre vorher an, bevor die Russen einmarschiert sind. Wo ist nach deiner Meinung A, das Gefahrenpotenzial hin zu einem Weltenbrand, einem atomaren Weltenbrand, und B, die Möglichkeiten, die natürlich von Woche zu Woche reduzierten Möglichkeiten, eine Friedenslösung zu finden? Ich will erst einmal sagen, die Friedensbewegung muss sich nicht zu rechten Demokraten öffnen. Rechte Demokraten haben historisch immer zur Friedensbewegung gehört. Wir kämpfen dagegen, dass sich Teile der Friedensbewegung an uns eine Schließung von diesen rechten Demokraten empfehlen will und damit die Friedensbewegung mehr oder weniger politische Sekte degradieren will. Deswegen geht ja unser Kampf eigentlich darum, die Breite der Friedensbewegung, für die sie immer stand, übrigens von Bertha von Suttner angefangen bis heute, zu erhalten und uns einer Verengung, einer Wokenverengung zu verschließen. Das vielleicht nochmal zur Grundposition der Friedensbewegung. Wir sind eigentlich die Konservativen. Wir verteidigen die Friedensbewegung in ihrer historisch gewachsenen Breite. Zweitens, für mich gibt es zwei Konflikte dieser Erde, die die Dimension zu einem atomaren Brand haben, atomaren Weltbrand haben. Das eine ist nach wie vor Ukraine, weil wenn wir immer mehr Waffen liefern, immer modernere Waffen liefern, immer mehr Waffen liefern, die bis und über Moskau hinausreichen, weiß keiner, an welcher Eskalationsstufe weitergedreht wird und wer an welcher Eskalationsstufe wann den Finger auf den roten Knopf drückt. Da ist eine wahnsinnige Gefahr enthalten, die von beiden Seiten ausgeht. Russland kann irgendwann in ihrer Führung meinen, dass sie so in die Sackgasse getrieben sind, dass sie nicht anders können. Und wir sollten niemals vergessen, dass die NATO auch die Erstschlagskapazität enthalten hat. Und in der NATO-Strategie von heute ist meiner Sicht nach überhaupt nicht mehr ausgeschlossen, dass wir auch im nächsten Jahr oder im späteren Herbst auch zu NATO-Truppeneinsätzen in der Ukraine kommen, die mehr als Söldnereinsätze sind, die es ja heute schon auf der Seite der Ukraine durch Söldner aus den NATO-Staaten gibt. Also von daher ist diese Gefahr jetzt vorhanden und das ist ja auch einer der Hintergründe, dass die Atomwissenschaftler die Doomsday Clock auf 90 Sekunden vor 12 gestellt haben. Der zweite Konflikt, ich will ihn aber wirklich nennen, ist der Konflikt im Südchinesischen Meer. Der Konflikt zwischen China und den USA, im Wesentlichen nicht nur um Taiwan, hat eine ähnliche Eskalationsdynamik. Die ist noch schlimmer, weil es dort überhaupt keine Kontakte zwischen den Opponenten gibt, die es in Europa immer noch auf verschiedenen Black Channels und auch über die OSZE und auch teilweise über NATO-Generalität und russische Generalität gibt. Wenn dort eine Provokation einer der US-Seite geschieht,
dann ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es sehr schnell zum Einsatz von Atomwaffen kommt. Also wir haben zwei absolute Hotspots auf dieser Erde, die neben den über 50 Kriegen sind, die die Eskalationsdynamik hin zu einem atomaren Weltbrand haben. Wenn ich das sehe und überlege, wie man da rauskommen kann, kommen wir zu den von dir genannten BRICS-Staaten. Wenn heute ein Friedensprozess in der Ukraine einen Erfolg haben kann, wird er nicht ohne den Druck des globalen Südens gehen. Der globale Süden ist meiner Sicht nach der einzige Kraft in dieser Welt, die die Kräfte des Krieges an einen Verhandlungstisch bringen können. Dazu gehört die Initiative der afrikanischen Staaten um Südafrika, aber auch die Afrikanische Union. Dazu gehört ganz, ganz stark der meiner Sicht nach ausgesprochen kluge Friedensplan oder Strategieplan, sie nennen ihn ja gar nicht Friedensplan, von China. Und dazu gehören die vielfältigen Initiativen, die von besonders auch von Lula ausgehen. Dieser Druck, verbunden mit dem Scheitern der Offensive, dem Verbluten in der Ukraine, kann meiner Ansicht nach hoffentlich zusammen mit einem wachsenden Engagement der Friedensbewegung dazu führen, dass es zu so etwas wie einem Waffenstillstand und dann auch zu Verhandlungen kommen kann. Das ist meiner Sicht nach der einzige Weg. Dieser Weg muss vorbereitet werden durch weitere Vereinbarungen vor einem Waffenstillstand und vor Verhandlungen. Deswegen ist für mich der Besuch von Erdogan in Moskau mit der möglicherweise dazu kommenden Verlängerung eines Getreideabkommens, der zustande kommen weitere Gefangenenaustausche, der Diskussion über die Frage Entmilitarisierung von Teilen des Schwarzen Meeres, Schritte in dieser Richtung, wie wir zu Waffenstillstand und Verhandlungen kommen können. Das ist alles nicht sicher und ist alles undenkbar meiner Ansicht nach, ohne dass in den Hauptländern des Imperialismus, und dazu gehört in diesem Falle eindeutig auch Deutschland, der Druck auf die Bundesregierung für diplomatische Initiativen massiv gesteigert wird. Und das ist meiner Ansicht nach eine schwer zu lösende, aber die Herausforderung, die vor der Friedensbewegung steht und um die wir uns bei allen unseren Schwierigkeiten nicht drucken können. Und deswegen hat der 3. Oktober mit unserem Auftreten in München, in Hamburg, in Düsseldorf und anderen Orten eine so wichtige Bedeutung. Und ich denke, dass wir in diesem Herbst auch nochmal im Zusammenhang mit den Haushaltsdebatten des Deutschen Bundestags, mit dieser wahnwitzigen Aufrüstung, die Ökonomie und Soziales killen, nochmal auf die Straße müssen, um unseren Protest dazu verdeutlichen. Ganz herzlichen Dank an Rainer Braun. Vielleicht hilft ja auch etwas, dass es in den USA Präsidentschaftswahlen gibt und das vielleicht auch ein bisschen die Köpfe entnebelt, die vom Pentagon oder Teilen des Pentagon vernebelt wurden. Wenn ich mir überlege, Rainer, vor wie vielen Leuten, deren ökonomische und soziale Überzeugung wir gar nicht wissen wollten, wir gestanden haben mit der Unterschriftenliste des Krefelder Appells gegen die NATO-Raketen 1980-81, wie wir geworben haben für die Großkundgebung im Bonner Hofgarten, wo dann ein paar hunderttausend zusammenkamen und später dann bis zu 1 Million auf der Straße waren. Wenn ich mir das überlege, wie unterschiedlich die Leute waren, ich habe vor Howard Carpendale gestanden. Ich möchte gar nicht wissen, wie der ökonomisch denkt oder welches Aktienportfolio der damals hatte. Ich habe vor Peter Maffay gestanden. Ich habe mit vielen anderen ganz unterschiedlichen Leuten, damals noch mit Wolf Biermann, die Unterschrift von ihm auch bekommen und vielen anderen, die da unterschrieben haben. Und da möchte man dann auch gar nicht mehr fragen als das, was in dem Aufruf drin steht. Und jetzt ist, hast du völlig richtig gesagt, geht es darum, Druck auf diese Bundesregierung auszuüben, damit die Chancen des Friedens wachsen im Verbund mit dem globalen Süden, im Verbund mit der Angst von Präsidentschaftskandidaten in den USA nicht gewählt zu werden und möglicherweise auch im Verbund mit vernünftigen Menschen in Russland und in der Ukraine, die wissen, dass dieses Verbluten keine für beide Völker gute Perspektive beinhaltet. Herzlichen Dank an Rainer Braun für sein beherztes Auftreten. Ich freue mich auf unser Zusammentreffen am 3. Oktober in München und wir werden noch bis dahin ein paar Mal virtuell oder live uns sehen, weil es viele Friedensdemonstrationen geben wird. Und Sie sind natürlich nicht nur aufgerufen, für Mots zu spenden, bei Mots anzurufen, bei Mots zuzuschauen, sondern auch auf die Straße zu gehen und mit zu
demonstrieren. Und damit Sie auch etwas Lust am Leben haben, jetzt ein kleiner Werbespot für deutschen Wein. Ja, jetzt erstmal die Spenden. Ja, guten Tag, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Dieter Dehm von Mots auf Deutsch hat mich beauftragt, für die Sendung einen kleinen Beitrag in Sachen Wein zu gestalten. Ich möchte nicht das komplexe Thema wie eine Schulung abhandeln, sondern nur ein paar Anregungen vermitteln. Deshalb nenne ich den Beitrag wie nur viele Streiflichter. Zu meiner Person, mein Name ist Reinhard Schubert, ich arbeite seit über 30 Jahren in der Weinwirtschaft. Heutiges Thema soll sein, revolutionäre Ideen. Ich habe 1986 eines meiner Hobbys zum Beruf gemacht und im staatlichen Weinhandel angefangen zu arbeiten. Als Autodidakt haben mir sehr viele Leute, vor allem Gastronomen, geholfen. Am Anfang habe ich sehr viel gelernt von Henry Busch, meinem Freund, damals als Grand Seigneur der Sommeliers der DDR bekannt. Nach 1990 habe ich weiter in der Weinwirtschaft gearbeitet, seit 1998 als selbstständiger Großhändler. Ich habe in den 35 Jahren, die ich in der Weinszene verbracht habe, sehr viele interessante Weine und kulinarische Spezialitäten kennengelernt, aber noch viel mehr spannende Menschen, Weinproduzenten, Gastronomen, Köche und natürlich auch Weingenießer. Ein Wein hat mich seit 30 Jahren begleitet. Das war der Geheimrat J. Riesling Spätlese Trocken. Wie ist dieser Wein geboren worden? Dazu muss man wissen, dass in Deutschland und in Ostfrankreich die Weine gekennzeichnet werden, die besten Weine gekennzeichnet werden, durch die Bezeichnung eines Weinberges oder Teil eines Weinberges. So gibt es zum Beispiel im Rheingau das große Gewächs Rüdesheimberg-Schlossberg neben vielen anderen und an der Mosel das große Gewächs Bernkasteler Doktor neben anderen großen Gewächsen. Oder im Chablis gibt es beispielsweise ein Premier Cru Forchaum, andere Premier Crus und ein Grand Cru Valmure und so weiter. In Bordeaux ist das ganz anders. In Bordeaux werden die Weine nicht durch einzelne Weinbergslagen gekennzeichnet, sondern durch die Herkunft von einem Weingut. So wie ein Pferd ja auch nicht gekennzeichnet wird, weil es auf einer bestimmten Wiese gefressen hat, sondern wegen der Herkunft von einem Gestüt. In Bordeaux behilft man sich damit, dass Weine von etwas einfacherer Qualität, ich will nicht sagen geringerer, dass sie als Zweitweine oder als Drittweine des entsprechenden Weingutes verkauft werden. Norbert Holderit hatte Anfang der 80er Jahre die Idee, dass er einen Wein entgegen den Traditionen des deutschen Weinbaus und entgegen den Traditionen des Rheingaus nach dem Bordeleser Prinzip ausbauen wollte. In seinem Umfeld hielt man diese revolutionäre, verrückte Idee für nicht brauchbar. Norbert Holderit hat sich als Geschäftsführer der Weingüter Wegler durchgesetzt und hat eine gewisse Charge des Weines nach diesem Bordeaux-Prinzip ausgebaut. Das heißt, nicht von einem Weinberg, sondern aus dem gesamten Rheingau von 15 Spitzenlagen ein Cuvée zusammengestellt. Entgegen der Prognosen der Skeptiker war der Wein innerhalb von 14 Tagen ausverkauft. Um es nochmal deutlich zu machen, ein Rüdesheimberg-Schlossberg zum Beispiel ist der Fingerabdruck dieses einen Weinberges. Der Geheimrat J. ist der Fingerabdruck des Weingutes Wegler plus natürlich der charakteristischen Merkmale des Rheingaus und des jeweiligen Jahrgangs.
Ja, ich möchte Ihnen jetzt diesen Wein vorstellen. Das ist ein Geheimrat J, Jahrgang 2020. Wir probieren den Wein jetzt, ich in echt, Sie virtuell. Ich zeige nochmal den Wein. Strohgelbe Farbe. Duft nach Birnen, Aprikosen. Ausgesprochen harmonisches Spiel zwischen Säure und Restsüße. Langer Abgang. Die detaillierte Beschreibung des Weines finden Sie auf der Seite von Wegler.com. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wir trinken ja keine Analysen, sondern wir genießen einen Wein. Sie können diesen Wein käuflich erwerben bei Weinhandlung Brun in der Günzelstraße und bei vielen anderen Fachhändlern in Deutschland. Wenn es irgendwelche Fragen oder Anregungen gibt, können Sie das über Moots auf Deutsch an mich weiterleiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Ja, jetzt mache ich es mal wie Reinhard Schubert und hol mir mal eine Flasche hier hoch. Die hat er mir geschickt. Die ist vom lieben Reinhard und die werde ich jetzt nach der Sendung aufmachen und mit unserem Team zusammen trinken, weil wir jetzt wieder zurück sind aus dem Sommerformat und wieder im Full-HD-Format mit unserem Team in Bristol zusammenarbeiten. Aber diesen Sekt, den werden wir uns heute auf jeden Fall mehr als nur verkosten. Was dann auch ein Riesenhit war im Sommerformat, war unser Rainer Krönert alias dem grünen Promoter Adolf Hitler. Und den gucken wir uns gleich nochmal an. Ein toller Kabarettist und er geht auf Tournee. Seine Premiere habe ich auch schon Karten für am 22. September in Frankfurt. Ihr werdet gleich die Tourdaten auch sehen. Aber jetzt erstmal dieser Hit, der ist viel hunderttausendfach, wenn man alles TikTok, Facebook, Twitter und den ganzen Kram und YouTube zusammenzählt und dann mit den ganzen Schnipseln. Er ist viele hunderttausendmal jetzt rumgegangen. Hier ist Rainer Krönert in seinem Plädoyer für Annalena Baerbock. Volksgenossinnen und Volksgenossen, mit Annalena Baerbock steht uns eine Außenministerin, Gewehr bei Fuß zur Seite, die in der Lage ist, eine Kriegserklärung ohne großes Lamento aus dem Ärmel zu schütteln. Wir führen einen Krieg gegen Russland. Wie lange ist es her, dass ich diese wunderbaren Worte zum letzten Mal gehört habe? Annalena Baerbock zögert nicht, zaudert nicht, quasselt nicht unnötig um den heißen Brei herum, sondern sagt offen und in aller Härte, wo es lang zu gehen hat. Und die Fahne flattert ihr voran, die Regenbogenfahne. Recht hat sie, denn die Regenbogenfahne schließt niemanden von der Kriegsbeteiligung aus. Alle denkbaren Variationen an Geschlechtern, unabhängig von ihren Neigungen und Vorlieben, dürfen mitmachen. Das ist doch die wahrhaftigste Vorstellung eines totalen Krieges. Hätte ich doch nur damals meiner tapferen gleichgeschlechtlichen SA entgegen aller antisodomitischen Anwürfe aus den kleingeistigen Lagern der NSDAP in Treue fest die Stange gehalten. Es hätte alles ganz anders kommen können. Hand in Hand fürs Vaterland, Brust an Brust voll Kampfeslust,
und Wange an Wange, so wird's dem Groschen bange. Tja, das ist jetzt Rainer Grönert gewesen. Ist doch wirklich, ja, bitterer, schwarzer, schwarzbrauner Humor. Und wer ihn sehen möchte, kann ihn, wie gesagt, am 22. September in Frankfurt sehen. Ich habe schon meine Karten vorbestellt. Wird wahrscheinlich, wenn sie nicht schnell genug sind, ausverkauft sein. Hier sind die Daten. Am 6. Oktober geht es dann weiter in Hamburg, dann in Hannover, 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 Leipzig, Köln. Und dann geht die Tour natürlich erst so richtig los. Aber wie gesagt, die Premiere ist am 22. September in Die Kees. Gut, muss man sich dran gewöhnen. Aber Gott, wenn es das Mann gibt, dann gibt es auch Die Kees. Viel Spaß mit Rainer Grönert. Und jetzt möchte ich noch einmal darauf hinweisen, Sie können anschließend anrufen bei uns, kriegen dann auch eine Telefonnummer, wenn Sie uns anrufen, anschreiben, wo Sie dann wieder zurückgerufen werden. Jetzt haben wir aber einen großartigen Gast. Ich habe das voraufgezeichnet, weil es sonst terminlich nicht gegangen wäre. Und hier ist Dr. Markus Krall. Herr Dr. Krall, wir haben ja im privaten Kontakt schon zum Vornamen gefunden und weil ich der Ältere bin, wiederhole ich das Angebot nochmal. Was war eigentlich passiert, dass es zu diesem Abhörskandal kam? Ja, die Geschichte ist relativ einfach und schnell erzählt. Ich bin Zeuge in einem Fall, der ja mittlerweile auch allgemein bekannt ist, nämlich im Fall Reuß. Ich kenne Herrn Reuß schon eine Weile und man hat sich, wie das im sozialen Umfeld üblich ist, öfters auch mal ausgetauscht. Und dieser Austausch wurde beobachtet und dann hat man mich zum Zeugen in diesem Fall gemacht. Und obwohl die Staatsanwaltschaft wusste zu dem Zeitpunkt, als sie diese Entscheidung anderweitig getroffen hat, nämlich meine Wohnung zu durchsuchen, sie wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe. Sie hatten also schon praktisch positive Beweise dafür, dass ich damit nichts zu tun hatte. Und trotzdem hat man mich dann als Zeuge durchsucht. Das geht in Deutschland nach 103 Strafprozessordnung. Das ist ein interessantes Konstrukt. Also als Zeuge dürfen Sie nicht nur genauso, sondern Sie dürfen sogar noch schlechter behandelt werden als ein Verbrecher oder Angeklagter oder Beschuldigter. Man kann in die Wohnung durchsuchen, man kann sie festhalten, man kann Dinge beschlagnahmen, man kann eine Menge Dinge tun. Ja, und man kann ihnen also das Leben da ganz schön schwer machen. Bei mir hat man die gesamte Kommunikation einkassiert. Ich war dann erstmal tagelang komplett inkommunikado, musste mir mühsam meine Termine wieder zusammensuchen aus meinen Mails, weil nicht alles auf einem Server gesichert war. Also es war ein ziemliches Chaos, was da angerichtet wurde. Man hat am Anfang Dezember dann also mit 21 Polizisten hier meine Wohnung besucht. Ich habe 4 Wochen gebraucht, um sie wieder in den Ordnungszustand zurückzubringen, den ich nun mal gewohnt bin. 4 Wochen später, am 8. Januar, hat man mich dann am Flughafen Frankfurt beim Verlassen des Flugzeugs abgefangen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich den Beamten schon signalisiert habe, ich komme an dem Tag und ich stehe Ihnen auch gerne zur Verfügung. Aber nein, man muss mich dann am Finger vor den aussteigenden Passagieren quasi festnehmen mit 5 Maschinengewehrpistolen, bewaffneten Polizisten. Also eine Show da, muss man sagen, abziehen. Ja, das alles hätte ich also noch klaglos ertragen im Sinne, okay, man unterstützt ja auch die Behörden in ihren Arbeiten und auch in der Ermittlungsarbeit, wenngleich hier dieser Fall sowieso schon sozusagen auf eine Weise gelagert wird, wo das Ausland sich anfängt zu wundern, was machen die da eigentlich, ja. Aber selbst unter den Umständen unterstützt man normalerweise die Behörden. Und was mich dann allerdings wirklich, wie soll ich sagen, erbost hat und wo ich dann jetzt auch gesagt habe, jetzt reicht's, ist, dass man dann angefangen hat, nachdem man mich komplett durchleuchtet hat, nachdem man meine komplette Privatsphäre abgeschafft hat. Man hat dann nicht nur meine Wohnung durchsucht und mich am Flughafen kurzzeitig da festgehalten. Man hat meine Computer ausgelesen, meine Telefone ausgelesen, meine Telefonverbindungen abgehört. Ich vermute auch die meiner ganzen Familie abgehört, weil die laufen alle auf meinen Vertrag. Ja, man hat dann angefangen, selektiv Daten an Presseorgane durchzustechen. Man hat unter anderem meine Steuerakten an die Zeit online durchgestochen. Entschuldigung, nur ganz kurz. Wenn du Mann sagst, meinst du Staatsanwaltschaft? Damit meine ich Mitarbeiter der Behörden, die unbekannt sind bisher. Aha.
Ja, also ich habe Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Mhm. Die Staatsanwaltschaft steht natürlich auf dem Standpunkt und auch die Polizei, wir haben damit nichts zu tun, aber es muss ja jemand aus den Behörden gewesen sein. Ich habe dann Strafanzeige erstattet wegen Geheimnisverrats, wegen Verstoß gegen die SGVO, wegen Verstoß gegen mein Datengeheimnis und so weiter. Da hat man also dann nicht nur Daten durchgestochen, sondern man hat auch noch falsche Daten durchgestochen. Also man hat tatsächlich falsche Dokumente, in denen Behauptungen aufgestellt worden sind, die unwahr waren und die amtlich waren, an die Presse durchgestochen. Also unter anderem hat das BKA bei der Steuerfahndung in Darmstadt angefragt, ob ich Corona-Hilfen bekommen habe im Jahr 2020, ein Jahr, in dem ich voll angestellt und ganz normal berufstätig war. Die Auskunft war, ja, er hat Corona-Hilfen erhalten, nämlich 19.000 Euro, was nicht stimmte. Also mittlerweile übrigens amtlich auch widerrufen. Das hat mein Anwalt immerhin jetzt erzwingen können, dass das Amt diese Falschbehauptung widerruft. Freiwillig haben sie es nicht getan. Ja, also das wurde dann in die Welt gesetzt, an die Presse durchgestochen, die dann, man kennt ja allgemein meine sehr kritische Haltung gegenüber Staatshilfen, da bin ich ja, also ich bin zwar jetzt 9 Monate nicht im Beruf, ich hätte theoretisch Anspruch auf bestimmte Hilfen, die habe ich auch nicht in Anspruch genommen, weil ich das aus grundsätzlichen Dingen nicht tue. Hier hat man dann gedacht, okay, da können wir ihn dann als Heuchler darstellen, hat es dann also selektiv an die Presse durchgestochen. Man hat dann auch selektiv an den Spiegel und an wahrscheinlich auch die Bild-Zeitung und andere einzelne Daten durchgestochen aus meiner Mail-Kommunikation. Man hat mein Telefonat mit dem früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, durchgestochen, den ich angerufen habe, um seinen anwaltlichen Rat einzuholen. Also man sticht ganz, ganz gezielt einzelne Informationen durch und sie sind immer so strukturiert, dass der Eindruck entstehen soll, dass da doch irgendwas muss er doch gemacht haben. Irgendwie ist er doch nicht koscher, der Krall. Ja, es ist also ganz bewusst, werden da selektiv Daten rausgezogen, aus dem Zusammenhang gerissen, einzelne Zitate komplett aus dem Zusammenhang rausgeholt und werden dann so präsentiert, als hätte ich mir da irgendwas zu Schulden kommen lassen, nachdem man mit jeder nur denkbaren Abschaffung meiner Privatsphäre und Durchleuchtung meiner Person nichts, aber auch rein gar nichts gefunden hat, was in irgendeiner Weise darauf hindeuten würde, dass ich mir irgendein Fehlverhalten zu Schulden habe kommen lassen oder mir irgendwas vorzuhalten hätte. Und diese Sache ist nach meiner Überzeugung politisch gedeckt. Und zwar deswegen, weil erstens es so selektiv gemacht wird und auch in gewissen Zeitabständen und mit ganz bestimmten Themen gemacht wird, dass es eben so aussehen soll, dass ich in ein schlechtes Licht gerückt werde. Ich bin offensichtlich einigen Leuten unbequem und ich glaube auch nicht an die Theorie, dass es irgendwelche kleinen Beamte sind, die sich da 500 oder 1000 Euro dazu verdienen, indem sie vertraulichste Daten an die Presse durchstechen. Diese Leute gehen das Risiko ein, ihre Pensionsansprüche und ihren Job als Beamte zu verlieren. Das machen die nicht wegen so einen kleinen Kleckerbeträgen, sondern da ist eine politische Motivation drin. Und dann habe ich ja Strafanzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft hat dann geantwortet, nach kurzer Zeit des Nichtstuns, wir haben die Ermittlungen eingestellt. Die Begründung war, dass keine Aussicht auf Ermittlungserfolg bestehe, weil zu viele Leute auf meine Akten Zugriff gehabt hätten und weil man sie außerdem an 30 Verteidiger des Reuss-Komplexes weitergereicht hätte. Nach meinen Informationen sind meine Steuerunterlagen aber nicht an diese Anwälte weitergeleitet worden. Das muss ich noch final verifizieren, aber das ist im Moment der Stand, den ich habe. Man hat meine Steuerakte nicht an diese Leute weitergeleitet und zwar deswegen, weil da auch überhaupt kein Bedarf dafür bestand. Da gab es überhaupt keinerlei Notwendigkeit. Kann ich da kurz unterbrechen, nur um den nochmal zu rekonstruieren für unsere Zuschauer. Mhm. Du bist alles, was du jetzt gerade erzählst, immer noch im Status des Zeugen. Ja. Das Recht nicht des Beklagten. So ist es. Und wir sind ja alle immer dankbar, auf Knien dankbar, wenn wir mal dahinter kommen, dass wir abgehört werden. Wir gehen ja alle davon aus, dass zumindest unsere Handys, oft aber auch unsere Festnetze abgehört werden. Wie ist denn eigentlich, bist du dahinter gekommen? Naja, also ich selbst bin gar nicht dahinter gekommen, sondern man hat die Information, dass mein Gespräch mit Hans-Georg Maaßen abgehört worden ist, auch wieder seitens eines Behördenmitarbeiters an die Presse durchgestochen. Die Bild-Zeitung berichtete dann, dass das Gespräch von Herrn Maaßen mit einem zum dem Zeitpunkt noch nicht namentlich genannten Frankfurter Unternehmer stattgefunden hätte. Und da Herr Maaßen und ich uns gut kennen, haben wir relativ schnell rekonstruieren können, dass es die einzige Möglichkeit überhaupt war, dass das unser Gespräch betroffen hat. Ja, eine andere Möglichkeit bestand da nicht. Und so haben wir es rausbekommen. Man hat es an die Presse, also ich habe es der Presse entnehmen können. Du hast das jetzt verifiziert, dass du dieser Frankfurter Unternehmer bist.
Ja, der ist wahrscheinlich als der einzige Frankfurter Unternehmer Hans-Georg Maaßen als Rechtsvertreter hat und dadurch das rekonstruiert. Ist das jetzt nein, es ist einfach, es wurde in der Bild-Zeitung geschrieben, dass nach der Durchsuchung der Wohnung ein Frankfurter Unternehmer da angerufen hat. Da und das schränkt natürlich den Personenkreis doch stark ein, ja? Gut, nur nochmal, weil das ist ja nun unglaublich. Ein Zeuge in einem Verfahren wird so eingeschüchtert, dass er am Ende sich wie ein Beklagter vorkommt und dann noch behandelt wie der letzte Kriminelle. Und ich füge mal hinzu, ich kenne Kriminelle in diesem Land, die zum Beispiel Cum-Ex-Verfahren leugnen, die Gedächtnislücken in der Frage der Warburg Bank haben, die nicht so behandelt werden. Man kommt also in eine Situation, ich habe jetzt den Namen dieses Kriminellen nicht genannt, aber man kommt in eine Situation, wo man fast eigentlich denkt, ich schmeiß alles hin und sage jetzt gar nichts mehr und ziehe mich aus der politischen Öffentlichkeit zurück. Wie war deine Reaktion? Also das ist natürlich die Zielsetzung. Solche Leute haben ja eine politische Zielsetzung. Hier geht es ja nicht darum, diese Leute wollen sich nicht wichtig machen, es geht ihnen auch nicht ums Geld, sondern sie haben eine politische Zielsetzung, ist mich mundtot zu machen. Da haben die Herrschaften aber eine schlechte Menschenkenntnis, ganz offensichtlich. Denn wenn man mich so behandelt, dann passiert genau das Gegenteil. Ich lasse mir das nicht bieten. Ich habe gute Anwälte. Ich habe auch die Möglichkeiten, mich juristisch zu wehren. Und ich wehre mich auch juristisch. Und was die Staatsanwaltschaft angeht, die ja behauptet hat, dass sie das Verfahren einstellt, weil auch 30 Anwälte des Reuss-Komplexes meine Akten bekommen haben, da kann ich nur sagen, da das nach meiner Information eine Falschauskunft ist, sehe ich das als ein ganz schwerwiegendes Dienstvergehen an, hier zu behaupten, man könne nicht ermitteln und das mit falschen Tatsachenbehauptungen zu begründen. Auch da werden meine Anwälte hart nachfassen. Und sollte sich das bewahrheiten, dass es so ist, dann wird auch das noch Strafanzeigen nach sich ziehen. Also wir werden da so lange auf den Busch klopfen, bis die Behörden ihren Pflichten nachkommen, die sie aus rechtsstaatlichen Gepflogenheiten zu erfüllen haben. Und ich habe ja auch meine Pflichten alle erfüllt. Also nachdem man all das gemacht hat, hat es dann immer noch etliche Monate gedauert, bis ich mal meinen Computer und mein Telefon zurückbekommen habe. Ja, dann hat man mich vorgeladen zu einer Vernehmung. Die hat 4 Stunden gedauert. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch ganz normal ausgesagt. Also ich habe in meiner staatsbürgerlichen Pflicht in jeder Form bin ich nachgekommen. Ja. Und ich konnte denen wohl nicht sehr helfen. Trotzdem hat man das gemacht. Allerdings, da war dann schon ein gewisser Grundrespekt da. Allerdings muss ich da auch sagen, da habe ich auch keine Lust, muss ich ehrlich gestehen, dass ich, wenn ich also da in der Weise die Behörden unterstütze, dass ich dann in der Presse dann anschließend auch lese, was die mich gefragt und was ich geantwortet haben. Da warte ich jetzt ja noch drauf, dass das auch noch passiert. Also im Moment hat die Sache ein Muster. Und ich bin nicht bereit, mir das gefallen zu lassen. Ich bin auch nicht bereit, meine politische Tätigkeit einzustellen. Ich lasse mich da nicht einschüchtern. Diese Leute möchten gern DDR-Methoden oder Stasi-Methoden oder gar noch frühere Methoden einsetzen, um den politischen Gegner einzuschüchtern. Das wird nicht passieren. Das wird nicht gelingen. Nur nochmal jetzt, wenn du Reuß-Komplex sagst, meinst du das, was gemeinhin in der Öffentlichkeit unter Reichsbürger, das ist jene Vereinigung, ja, die mit Rollatoren und Krücken bewaffnet den Staat umstürzen wollten an diesem nämlichen Tag, also den Sturm aufs Kapitol, auf den Reichstag übertragen haben und dabei möglicherweise auch den die gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung in Mitleidenschaft gezogen hätten? Das meinst du damit? Du hast dann irgendwann mal in einer Zeitung flapsig gesagt, sie haben meine Wohnung durchsucht, aber keinen Rollator gefunden. Wie ist denn deine Beziehung zu diesem sogenannten Reuß-Komplex bzw. Reichsbürger? Ja, die Beziehung ist ganz einfach. Prinz Reuß wohnt nicht weit hier weg im Westend von Frankfurt. Und wir haben beide ein großes Netzwerk und das überschnitt sich da an der Stelle. Ich kenne ihn und er kennt mich und das schon länger. Und dann trifft man sich vielleicht 2-3 Mal im Jahr zum Essen und tauscht sich ein bisschen aus. Man redet natürlich auch über politische Fragen, ja, aber zu keinem Zeitpunkt über die Fragen, um die es da ging. Ja, man hat ja gehofft, dass man mir irgendwie unterstellen könnte. Man hat es ja auch behauptet. Ja, die Zeit hat ja behauptet, man hätte mich da fragen wollen, ob ich für so eine Sache dann in irgendeiner Funktion, ich glaube als Minister zur Verfügung stehen würde. Also erstens hat man mich nicht gefragt und zweitens ist es natürlich so, dass das auch vollkommen lächerlich ist. Jeder, der meine Publikationen kennt. Ich kenne ja deine Publikation. Ich denke mal,
Wir wollen den Appetit auch anregen, dass Zuschauer deine Publikationen kennenlernen. Ja. Du vorhin gesagt hast, ich habe meine staatsbürgerlichen Pflichten erfüllt, indem ich bei der Polizei bis zu 4 Stunden im Verhör auch mich hingesetzt habe. Das muss man ja nicht. Das ist ja nicht erzwingbar eigentlich. Die Staatsanwaltschaft, das Gericht ja, aber nicht die Polizei. Dann meintest du mit der staatsbürgerlichen Pflichten den Staat in den heutigen Grenzen und nicht wie die Reichsbürger in den Grenzen von vor 200 Jahren. Ja, selbstverständlich, das ist doch ein Quatsch. Also jeder, der meine Publikation kennt, der weiß, was ich für eine Vision von einem freien Land pflege. Ja, das ist auch vollkommen inkompatibel mit solchen Vorstellungen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich bin also für autoritäre und diktatorische Strukturen. Das widerspricht ja allem, was ich denke und glaube. Ja, und allein die Unterstellung. Trotzdem hat man es also so zusammengeschnitten in der Durchstecherei an die Zeit online, dass der Eindruck entstehen sollte. Obwohl natürlich auch die Zeit immerhin beim Lesen der Akte, ja, die umfangreicher war als die Akte, die ich bekommen habe. Also die Zeit hat eine größere Akteneinsicht bekommen über meine Akte als ich selbst. Das muss man sich mal geben, ja. Dann auch festgestellt hat, dass die das eben nicht gemacht haben, mich zu fragen, und dass sie mich anscheinend irgendwie für verrückt gehalten haben und mich wahrscheinlich, weil die Ideen auch aus deren Sicht zu inkompatibel waren. Ja, steht ja in der Zeit drin. Sie haben es ja da zitiert. Also in der Zeit online kann es ja jeder nachlesen. Ja, und trotzdem geht man weiter her und versucht, durch aus dem Zusammenhang gerissene einzelne Informationen dann irgendwelche Bilder zu machen. Und diese Bilder sind falsch. Und es ist eben die politische Absicht dahinter. Und es ist eine verleumderische Absicht dahinter. Und was man eigentlich bezwecken möchte, ist, mich zum Schweigen zu bringen. Weil ich natürlich in einigen Bereichen einer der schärfsten Kritiker der Bundesregierung und unserer politischen Kultur und auch der politischen Elite in diesem Lande bin. Und ich werde mit dieser Kritik aber nicht nachlassen. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Mir liegt dieses Land am Herzen. Und dieses Land wird von dieser politischen Elite in die falsche Richtung geführt, in eine Richtung, die katastrophale Folgen jetzt schon hat und noch viel katastrophalere Folgen haben wird. Und es gehört zum Wesen unserer grundgesetzlichen freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass man dagegen aufstehen darf als Bürger, und zwar im Rahmen der Rechte, die uns das Grundgesetz einräumt. Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, ja, Publikationsfreiheit, das sind alles Elemente und ich nutze die und ich werde mich davon weder durch Polizei noch durch Verleumdung noch durch sonst was in der Zukunft abschrecken lassen. Bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, die ich nochmal auf den Hans-Georg Maaßen, mit dem ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben direkten Kontakt hatte und mit dem ich mich auch verabredet habe, zu sprechen kommen, will ich dir nur sagen, wenn du mein Buch Meine schönsten Skandale liest, dann wirst du dort feststellen, dass mir Ähnliches passiert ist, als ich verdächtigt wurde und beschuldigt wurde, als 22-jähriger Ostagent gewesen zu sein, wobei sich die Behörden nicht ganz einig waren, war ich für den KGB oder für das Ministerium für Staatssicherheit, ich war für beides nicht tätig, aber beides wurde so in den Raum gestellt, bekam der Spiegel und ein ähnlicher Herr beim Fernsehen, bei der ARD, die Akten zugestellt im Jahre 95 Februar und ich bekam die Akten im Herbst 95 zugestellt, hatte keine Chance einzusehen, den Fahndungsbefehl, den der Osten gegen mich verhängt hatte, weil sie mich für einen Staatsfeind der DDR und der Sowjetunion erklärt hatten, was mich völlig entlastet hätte. Das bekam ich dann erst im Herbst, als schon alle Kübel in der Presse ausgeschüttet waren. Zum Thema Hans-Georg Maaßen. Ist ja für mich ein absolut ambivalentes Thema. Kannst du dir vorstellen, von jemandem, tja, der eigentlich eine gegnerische Behörde für einen Marxisten wie mich vertreten hat, von dem man eigentlich annimmt, dass er einen abgehört hat. Und nun ist er in meinen Augen vom Saulus zum Paulus geworden. Aber ich merke trotzdem auch in dem Gespräch mit ihm, dass er ein Rückgrat hat. Das hat er ja auch in bestimmten anderen Fragen schon gezeigt. Das ist nicht immer das Rückgrat gewesen, das ich mir politisch gewünscht hätte. Wie ist dein Eindruck, warum soll er jetzt auch da einbezogen werden? Ich meine, unglaublicher Vorgang. Ein Zeuge spricht mit seinem Anwalt. Beides ist eigentlich völlig geschützt, Privatsphäre, und wird dabei abgehört, mal von der Hausdurchsuchung mit 4 Maschinenpistolen abgesehen.
Ja, die vier Maschinenpistolen, das war die Festnahme am Flughafen. In meiner Wohnung waren es zu 20 und Sprengstoffhunde hatten es auch dabei. Ja, also muss man sich mal wirklich geben. Ja. Ich war ja nicht zu Hause, meine Tochter und meine Enkeltochter waren zu Hause. Ja, ja, die hat man um 6 Uhr hat man da unten gestanden und hier in diesen Räumlichkeiten, die man hinter mir sieht, die Durchsuchung durchgeführt. Mhm. Meine Tochter hat mir erst Stunden später erlaubt, mich anzurufen. Ich war zu der Zeit auf Mallorca und das war also eine, dann musste meine Tochter die Polizisten noch zu der Tiefgarage 200 Meter von unserer Wohnung entfernt bringen, damit sie meine PKWs auch durchsuchen konnten. Mit Sprengstoffhunden. Ja, mit Sprengstoffhunden, genau. Vollkommen irrsinnig. Also bei einem Zeugen, von dem die Staatsanwaltschaft wusste, dass er nichts damit zu tun hat. Das ist spektakulär. Ja. Und dass man dann auch mir keine vollständige Akteneinsicht gewährt hat, bis heute nicht. Die Begründung, es würde den Ermittlungserfolg gefährden. Welcher Ermittlungserfolg wird denn da gefährdet, wenn ich keine volle Akteneinsicht bekomme als Zeuge? Die Vertreter der Beklagten aber, der Beschuldigten, die anwaltlichen Vertreter, aber sehr wohl vollständige Akteneinsicht meine Akten angeblich bekommen haben. Also das ist doch komplett widersinnig. Ja? Warum sieht man den Hans-Georg Maaßen derartig wieder? Ist das ein Revanche-Foul? Ja, das ist natürlich so, dass Hans-Georg Maaßen ein anderes Amtsverständnis als Präsident des Verfassungsschutzes hatte als sein Nachfolger. Er hat es ja auch selber mal ausgeführt, dass die Regierung und zwar also jetzt die Ampel und vor ihr die Regierung Merkel Druck auf ihn ausgeübt haben, sich instrumentalisieren zu lassen für politische Zwecke. Und indem man Parteien und Personen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, zu Beobachtungsobjekten erklärt und sie dadurch desavouiert und den Leuten Angst einjagt, mit ihnen in Kontakt zu kommen, nach der Devise Kontaktschuld. Ja? Wer will denn schon was mit jemandem enger zu tun haben, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ja, also das schreckt die Leute ab. Das allein schon ist ein eigentlich unbilliger Eingriff in die Lebensführung und in die Privatsphäre von Menschen, zu sagen, der wird überwacht, obwohl da gar kein Anlass vorliegt. Ja? Mhm. Und dadurch sollen also soziale Kontakte zerstört werden, dadurch sollen Netzwerke zerstört werden, die man sich privat aufgebaut hat. Dadurch soll politische Tätigkeit behindert werden. Und er hat sich eben geweigert, sich in der Weise instrumentalisieren zu lassen, was ihn am Ende dann den Job gekostet hat. Man hat dann an seiner Stelle einen willfährigen Nachfolger gefunden, der sich offensichtlich, weniger moralisch unflexibel ist und ein anderes Amtsverständnis wohl hat. Nämlich eines, nicht dem Staat zu dienen, sondern den Mächtigen. Die Täter sitzen nämlich hier hinter den Schreibtischen und nicht vor den Schreibtischen. Und diese Person, die mache ich, nämlich Herrn Haldenwang, aus als Hauptverantwortlichen für den Skandal, den wir hier vor uns haben, und fordere deswegen seinen Rücktritt. Und ich bin der Meinung, dass auch die Linke im Land sich sehr wohl überlegen sollte, ob dieser Mann noch tragbar ist. Ja, man verteidigt ihn nach der Devise, ja, er hat ja das gemacht, was uns zugute kommt irgendwie. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis, das wahrscheinlich jemand wie du am besten aufklären kann. Nämlich, wenn einer das in eine Richtung macht, macht das in jede Richtung. Der wird heute sein Fähnchen nach dieser Richtung hängen und morgen nach einer anderen. Dieses sind Personen, denen man ein solches Amt und die damit einhergehende große Verantwortung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht anvertrauen sollte. Und Hans-Georg Maaßen hat natürlich sein Ausscheiden aus dem Amt nicht zum Anlass genommen, sich still auf seine Pension zurückzuziehen und irgendwo sich ein Häuschen auf dem Land zu kaufen und die Füße hochzulegen, sondern er hat in Kenntnis der, ebenso wie ich das ja auch sehe, katastrophalen Entwicklungen in unserem Land entschieden, mit seiner freien Zeit jetzt etwas Produktives anzufangen, was gut ist fürs Land. Er hat sich schon immer als Diener am Land verstanden. Auch wenn man, wie vielleicht du, mit ihm in einzelnen Punkten auch anderer Meinung sein konnte. Das ist aber normal. Menschen haben unterschiedliche Perspektiven auf einzelne Vorgänge. Das muss die Diskussion aushalten. So, aber er hat entschieden, er will dem Land weiterhin dienen, aber jetzt in anderer Funktion, nämlich politisch. Und er ist politisch aktiv geworden. Und natürlich haben alle Angst davor, dass er diese riesige, gigantische Lücke in der Mitte der politischen Landschaft auch in seiner Funktion als Vorsitzender der Werteunion jetzt besetzen könnte und damit auch Einfluss nehmen könnte. Denn wir haben ja folgende Situation. Wir haben am rechten Rand und teilweise auch vielleicht über den rechten Rand des demokratischen Spektrums hinausgehend haben wir die AfD. Ja, wir haben dann auf der linken Seite haben wir
die Linkspartei, wir haben die Grünen, wir haben die SPD und wir haben die CDU und die CSU. Das sind ja keine Mitteparteien mehr, das sind ja weitgehend Linksparteien. Nicht ganz so links wie die Grünen und die Linken, aber sie sind links der Mitte. Sie haben dieses Feld in der Mitte aus meiner und auch aus Hans-Georg Maaßens Überzeugung weitgehend geräumt. Und diese Lücke, die da sich aufgetan hat, das ist ein Vakuum, das gefüllt werden will. Und Hans-Georg Maaßen wird natürlich als jemand wahrgenommen, der dieses Vakuum füllen könnte. Und deswegen versucht man ihn genau auf die gleiche Art und Weise jetzt als rechts zu brandmarken, wie man das mit jedem tut, der in dieser Republik kritisch den Mund aufmacht. Also wir müssten endlos reden. Das ist, tun wir ja auch gelegentlich beim Appleboy in Frankfurt und anderweitig. Und wenn wir auch wieder tun, ich werde es auch mit Hans-Georg Maaßen tun, um nur diese kleine Korrektur von meiner Seele zu reden, Markus, links ist im Zentrum nicht, wer gendert, anderen Corona-Masken und Impfpflichten überzwingt und Waffen an die Ukraine liefern möchte, sondern links ist, wer im sogenannten freien Markt nach dem Rousseauschen Gesetz vorgeht, zwischen dem Schwachen und dem Starken knechtet die Freiheit und befreit das Gesetz. Das heißt, Rousseau hat diesen Satz ja so gemeint, dass man den Markt auch gewisse Stränge einziehen muss. Und das ist dann Artikel 14, 15 Grundgesetz. Bei dir steht mehr bei der Verteidigung unserer Verfassung die Freiheit im Vordergrund. Das ist ein Ausgleich der Interessen zwischen, sagen wir mal, dir und mir. Und deswegen in diesem Sinne uns beiden, die wir diese Verfassung auch gelegentlich gegen den Verfassungsschutz verteidigen müssen. Kopf hoch, wir machen weiter, wollen weitermachen, lass dich nicht einschüchtern, in die Knie zwingen. Und ich sehe ja, also das optische Bild nicht trügt, dass du guter Dinge bist. Dieses Land braucht Leute, die offen den Mund aufmachen. Man darf auch mal sich irren, wie das mal in der einen oder anderen Frage Lisa Fitz oder Ken Jebsen oder andere gemacht haben. Da kann man eine Zahl vielleicht, weil man nicht so einen tollen Rechercheapparat wie ZDF und ARD mal falsch nennen. Das darf man alles machen. Das gehört auch zur Freiheit dazu. Aber eines geht nicht. Wer eine Auffassung vertritt, die auf dem Boden unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung ist, darf nicht so behandelt werden, wie du behandelt worden bist. Und deswegen, auch wenn wir in einigen wirtschaftspolitischen Fragen unterschiedlicher Meinung sind, meine volle Solidarität und die auch unserer Moz-Redaktion an Dr. Markus Krall, den ich hiermit verabschiede und mich herzlich für das Gespräch bedanke. Ich habe zu danken und natürlich an der Stelle sind wir uns einig, die Unterschiede müssen ausgehalten werden und ich glaube auch, dass links nicht genau das ist, was du hast völlig recht, links ist nicht gendern, links ist nicht Vogue. Links ist eigentlich von denen usurpiert worden als Begrifflichkeit. Und die Linke muss sich die Deutungshoheit als Vertreter der arbeitenden Menschen in diesem Land wieder zurückholen von diesen Menschen. Und das ist, glaube ich, unsere Schnittmenge auch an dieser Stelle. Aber nur letzter Nachsatz. Es ist nicht nur die Linke usurpiert worden. Was ist von Christlichem übrig in der Christdemokratischen Partei? Was ist von wirklicher Freiheit übrig in einer Partei, die am Ende in die Impfpflicht schon eingestimmt hatte, wie die FDP? Was ist an Ökologie und Grünen bei den Grünen übrig, die jetzt für Waffenlieferungen sind? Was ist bei der AfD alternativ für Deutschland, wenn sie gleichzeitig Panama-Papiere vertreten, also Briefkastenfirmen, mit denen man die Steuer in Deutschland für Superreiche verkürzt und so weiter und so weiter. Also alles Begriffe sind usurpiert und ein paar wenige. Irgendwann hat der Che Guevara gesagt, wenn die, die sich Kommunisten nennen, nicht handeln wie Kommunisten, müssen die, die sich nicht Kommunisten nennen, handeln wie Kommunisten. Das ist ein bisschen weitläufig und ich will den Begriff von Kommunismus auch nicht überstrapazieren. Aber wenn die, die sich Demokraten nennen, nicht mehr handeln wie Demokraten, dann müssen wir, die gelegentlich nicht als Demokraten bezeichnet worden sind vom Verfassungsschutz, dann doppelt und dreifach so handeln wie radikale Demokraten. Tschüss und alles Tschüss Gute. Und gute Zeit. Ja, soweit mein Gespräch mit Dr. Markus Krall. Und jetzt haben wir schon eine ganze Reihe Telefonanrufer. Einer, den schieben wir jetzt rein. Ich sage nochmal die Telefonnummer. Das ist 0049 oder plus 49 33 22 436 9102. Jetzt habe ich Christian aus Berlin. Herzlich willkommen, Christian. Grüß Gott und guten Tag.
Christian Deppe, Berlin. Da ist ja jetzt einiges gefallen an Worten. Zuletzt wurde auch nochmal darauf hingewiesen, auf den großen Mischmasch, der eingetreten ist durch die durch die Regierung, durch die letzte, durch die aktuelle und die Verwirrung, die in der Begrifflichkeit sowohl von links als auch von rechts da reingebracht worden ist. Die Frage ist historisch ganz einfach, hat es vor 50 Jahren, 40 Jahren, 30 Jahren in der Friedensbewegung auch schon erkennbar eine Beteiligung von solchen Leuten gegeben, die sich als konservativ verstanden haben oder sogar als rechts? Also gibt es originär vielleicht sogar eine rechte Friedensbewegung? Das ist eine Frage, die ich aufs Historische zielt, und aktuell ist ja eigentlich alles schon gesagt worden von Rainer Braun, meine ich. Der hat deutlich gemacht, dass die Rechten ja nicht ausgeschlossen werden soll, rechts oder konservativ. Was zu Herrn Krall einem einfallen kann, ist, dass er natürlich als ein Konservativer oder als Exponent eines anderen Lagers, des konservativen Lagers, sich auch fragen muss, ob sein Background, um es mal so neutral zu sagen, ihn nicht dafür disponiert, den inneren Frieden eines Landes eher aufzuheben. Das heißt, ob nicht der innere Frieden eines Landes, der vom Neoliberalismus angegriffen wird, nicht Voraussetzung dafür ist, dass auch ein äußerer Frieden gehalten werden kann. Zu erinnern ist vor allem an die Beteiligung des Neoliberalismus an dem Sturz der Regierung Allende. Und wenn Herr Krall vielleicht auch noch solch eine Wendung oder einen Turn vollzieht, der ähnlich ist wie der von Ulrike Gero, die ja auch früher im Mainstream des Mainstreams sich ansiedeln ließ, die nun über Vielfaches oder über vieles sich anders hat belehren lassen, ob da Herr Krall nicht auch vielleicht wesentliche Teile seiner Überzeugung revidieren muss, wenn er auch nur glaubwürdig werden will. Punkt. Herzlichen Dank, Christian aus Berlin. Du spielst ja so ein bisschen an auf das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass man sich freut, wenn Ulrike Gero dann von einem, sagen wir mal, marktliberaleren Standpunkt jetzt zu einer deutlichen Kritikerin wird. Und diese Hoffnung ist auch bei Markus Krall, der übrigens schon ganz früh den Putsch Pinochets in Chile vor 50 Jahren gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende verurteilt hat. Übrigens wie der konservative Dr. Norbert Blüm, der Sozialminister unter Helmut Kohl. Und das tat Markus Krall, obwohl ja bekanntlich die Neoliberalen, also die Hayek-Schüler, die Chicago Boys, den Pinochet bei seinen Wirtschaftsmaßnahmen beraten haben. Also die Frage ist, ob wir nicht deswegen schon alleine die Friedensbewegung auch für rechte Demokraten öffnen müssen, damit wir in den Demonstrationen Arm in Arm über diese Fragen, die du völlig zu Recht, Christian aus Berlin, angesprochen hast, diskutieren können. Denn wenn du mit jemand gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine demonstrierst und ihn dann gleichzeitig nochmal den Sinn einer altersfesten Rente aufzeigst in Diskussion, er sagt dir dann, wo er den Markt toll findet, kannst du auch sagen, klar, wo der Markt funktioniert, hat er auch seine Vorzüge, wo Monopole und große Konzerne den Markt zertrampeln, da gibt es keinen wirklichen Markt mehr. Alles das kann man diskutieren, wenn man miteinander ist. Diese Feindseligkeit abzubauen, um in der Friedensbewegung breiter zu kommen, hast du völlig richtig gesagt, das hat ja Rainer Braun angesprochen, und das soll uns auch motivieren am 3. Oktober gemeinsam. Markus Krall, Jürgen Todenhöfer, Rainer Braun und mich dort in München zu sprechen. So, also herzlichen Dank für deine Frage. Wir machen dann gleich weiter mit Fragen, aber erst einmal ganz kurz zu unserem wunderbaren Uwe Steimle. Pornografie und Klassenkampf, also nicht im Klassenkampf. Mhm. Also ich kenne noch das Liebesleben der Pflastersteine. Marx hat mal gesagt, alle bisherige Geschichte war eine Geschichte von Klassenkämpfen. Mhm. Stell dir das so vor, wir Menschen, das unterscheidet uns auch vom Tier, es unterscheidet uns fast alles vom Tier, bilden strategische Vorräte in Form von Maschinen oder Werkzeugen Essen. Und in Form von Essen und Trinken mhm. oder anderen Dingen. Mhm. Über diese Vorräte machen sich Klassen her. Die Kapitalistenklasse, die sagt, uns gehören die Maschinen, also gehören uns auch alle
Produkte. Mhm. Die Arbeiterklasse, die sagt, Moment, wir arbeiten. Mhm. Der Mittelstand, der sagt, wir sind beim Verkauf behilflich und können auch gucken, dass wir ein paar Nischen in der Gesellschaft nutzen. Mittelstand auch sehr nützlich, sehr wichtig. Lange im Marxismus, ignoriert. Also jeder macht sich irgendwie über diese Vorräte her. Und das bezeichnet Marx als Geschichte. Wenn also eine äußere Geschichte mit Klassenkämpfen verbunden ist, dann ist eine innere Geschichte damit verbunden, Schäden, die ich jetzt bekomme, durch zu geringe Löhne, durch zu hartes Zeitregime. Früher hat man 12 Stunden am Tag gearbeitet, 15 Stunden. Unter diesen Umständen entstehen in uns Brüche. Ja? Also dir in mir, Fragmentierung nennen das die Psychologen. Und jetzt ist eine Defragmentierung die Sexualität. Das heißt, die Sexualität hat eine heilende Funktion für die Arbeitskraft. Der Mensch, wenn man Zeit hat dafür. Wenn man Zeit hat, das ist ganz richtig. Weshalb, Uwe, ich zu dem gewagten Satz komme, über eine geglückte Liebesnacht entscheidet nicht alleine ein starker Schwanz, starke Titten, sondern auch eine starke Gewerkschaft. Ach, das ist aber ein schöner Satz. Genau. Den unterschreibe ich doch. Ja, es war eigentlich sogar viel mehr. Weil wenn die Zeiten erkämpft werden für die Liebe, wenn du mehr Zeit hast für die Liebe, wird es auch schöner. Die Genderer meinen, durch den Gebrauch eines falschen Wortes würde erstens ein falscher Gedanke und zweitens eine falsche Praxis geschehen. Sprachpolizei. Das ist eine Sprachpolizei, völlig richtig. Das heißt, denen ist gelungen, wunderbare Begriffe, für die wir gelitten und gekämpft haben, im Munde umzudrehen und gegen uns zu wenden. Und abzulenken vom Klassenkampf. Vom Klassenkampf. Pornografie und Klassenkampf. Beim Promedia Verlag. Also, ob Sie mit Ihrer Frau danach immer noch ins Bett gehen, auch ohne Klassenkampf, das erfahren Sie, wenn Sie die Schwarte gelesen haben. Ja, und wenn Sie mehr zu diesem etwas verschwurbelten Thema Pornografie und Klassenkampf für eine materialistische Psychologie hören wollen und in der Nähe von Berlin leben, morgen Montag, um 20 Uhr referiere ich dazu und diskutiere natürlich im Sprechsaal der Marienstraße 26, Nähe Hauptbahnhof Friedrichstraße ist das in Berlin, und auf Einladung der neuen Gesellschaft für Psychologie mit den großartigen Professoren Almut und Klaus-Jürgen Bruder, morgen um 20 Uhr. Und jetzt haben wir schon wieder einen Anrufer, ein Wolfgang aus Essen. Ja, hallo Dieter. Ich grüße dich und wollte dir zu deiner Frage, sollen Antikriegsdemos auch rechte Demokraten einbeziehen? Ja, praktisch ganz einfach das wiederholen, im Grunde genommen, was schon Oskar, Alice und Sarah auch gesagt haben, alle, die reinen Herzens sind, sollen in die Friedens- und Antikriegsdemos einbezogen werden. Die kognitive Kriegsführung der NATO ist nur durch eine Querfront zu überwinden. Und mit Querfront meine ich da nicht die zu Nazis, sondern eine Querfront zu wertkonservativen Mitmenschen. Mitmenschen, die sich auch schon früher in der Friedensbewegung eingesetzt haben und die sich auch heute noch in der Friedensbewegung einsetzen. Und es wäre fatal und im Interesse derjenigen, die versuchen, uns zu diffamieren und zu desavouieren, wenn wir diese Mitmenschen von den Friedensbemühungen, von den Demos ausschließen würden. Das wäre geradezu kontraproduktiv. Also wir müssen sie einbeziehen. Das ist unser dringendes Anliegen sogar. Ansonsten werden wir es nie schaffen, genügend Druck auf die Straße zu bringen. Und in Bezug auf Herrn Haldenwang, in Bezug auf das, was gerade mit Herrn Kral dargelegt wurde, ist nur anzuführen, dass er eigentlich, da er sein Amt aus meiner Sicht missbraucht, politisch missbraucht, im Interesse der etablierten Parteien, sprich SPD, Grüne, FDP und CDU, CSU,
ist seitens zumindest der Vernunft obsiegenden Restlinken darauf hinzuwirken, dass der Mann aus seinem Amte entfernt wird. Denn er missbraucht es. Und zwar in gröblichster Form. Das wäre eigentlich alles zu sagen. Aber. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Wolfgang in Essen. Ob ein Woker Verfassungsschutzchef von einer woken Bundesregierung nun entsorgt wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich möchte jetzt doch nochmal sagen, wir Modes auf Deutsch sind spendenbasiert. Ohne Spenden würde es uns nicht geben und kann es uns nicht geben. Und deswegen bitte ich noch einmal ganz herzlich, dass Sie überlegen, ob Sie uns nicht spenden wollen. Und hier nochmal ganz kurz die Grafik. Modes auf Deutsch braucht deine Unterstützung. Jetzt spenden. Man kann hier den Quellcode einscannen und man kann auch die Nummer abschreiben. Nee, kann man im Moment nicht, aber kriegt man natürlich, wenn man uns anschreibt, auch bei Weltnetz anschreibt, dann kriegt man auch den IBAN-Code zum Direktüberweisen. Helfen Sie uns, spenden Sie, damit es Mods auf Deutsch noch lange gibt. Und jetzt haben wir einen dritten Anrufer. Das ist wieder ein Wolfgang, aber nicht aus Essen, sondern aus Hessen. Herzlich willkommen, Wolfgang. Ja, hallo. Heute ist der Tag der Wolfgang scheinbar. Das ist ja ein Name, der fast schon das Alter vermuten lässt, aber ich gehöre zu den jüngeren Wolfgangs. Es gibt noch junge Wolfgangs. Ich habe was zu Dr. Markus Krall, den ich sehr schätze. Und ich will kurz einleiten, dass ich sehr gerne mir die englische Mode-Sendung angehört habe in den letzten Jahren und sehr erfreut war, als es plötzlich in Deutschland auch Aufklärung ohne ideologische Brille gab, nämlich deine Sendung, Dieter. Und als ich das eben vom Dr. Markus Krall gehört habe, den ich, wie gesagt, sehr schätze, war ich doch einigermaßen schockiert über das Gesagte. Ich wusste schon einiges zu dem Fall. Er hat ja auch einen Telegram-Kanal. Und da schaue ich immer mal rein und ich kannte jetzt nicht alle Einzelheiten und war ganz schön schockiert. Und ich kann nicht sagen, dass das noch irgendwas mit Rechtsstaat zu tun hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist wirklich politische Selektion und mir fehlen die Worte. Dazu habe ich eine Frage. Ist das aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, die ihr die Sendung macht, ist das ein Angriff auf Dr. Krall persönlich? Oder ist das schon ein Präventivschlag gegen eine, die sich auch dank Mods immer schärfer abzeichnenden Querfront, also eine geschlossene Reihe aus verschiedenen politischen Richtungen gegen einen gemeinsamen Gegner? Ist das eine private Sache, weil man den Krall nicht mag, weil er ein paar Leuten auf den Fuß getreten hat? Oder geht es hier um einen der lautesten Fürsprecher ohne ideologische Brille, der eben sieht, was hier falsch läuft und auch viele Leute zum Nachdenken bringt und jetzt auch noch mit Dr. Dehm im Verbund unterwegs ist? Ist das, wie damals bei Ken Jebsen, ein Angriff auf das System, was sich bildet, gegen dieses andere System? Oder ist das aus eurer Sicht was gegen Dr. Krall? Das wäre meine Frage. Vielen Dank, Wolfgang aus Hessen. Ich weiß nicht, ob das Wort Querfront nicht zu umstritten ist, um so holterdiepolter hier eingeführt zu werden, aber ich weiß, was du meinst. Ich will an dieser Stelle aber mal klarstellen. Historisch ist mir keine Form sogenannter Querfront bekannt mit Hitlerleuten. Wenn es eine Querfront gegeben hat, dann war es die 32 von Reichskanzler Kurt von Schleicher gegen Hitler. Wenn es eine Querfront gegeben hat, dann war es die Rede von Karl Radek für Leo Schlageter, einem NSDAP-Mitglied, jedenfalls damals nationalistischen Parteimitglied, ob es da schon die NSDAP gab, weiß ich nicht genau, auch gegen Hitler. Und die Alliierten sind auch irgendwie so eine Form von Querfront, das war auch gegen Hitler. Und das Kuomintang-Bündnis von Mao Zedong und Chiang Kai-shek, auch so eine Art Querfront, war gegen die japanischen Invasoren und damit auch gegen Hitler.
Also die Querfronten, die mir bekannt sind, waren keine mit Hitler-Leuten. Aber das Wort ist umstritten, sollten wir vielleicht mal demnächst diskutieren, in verschiedenen auch wissenschaftlichen, historisch-wissenschaftlichen Zusammenhängen. Es richtet sich dieser Angriff A gegen Markus Krall persönlich, B gegen Dieter Dehm persönlich, obwohl Dieter Dehm hier überhaupt keine Rolle spielt. Weil es ist ein Angriff auf alle, die gegen den Strom schwimmen. Und es ist der Versuch, Menschen, ob das in der Corona-Frage, ob das in der Ukraine-Frage, ob das in der Gender-Frage, ob das in der Frage der Lösung der Finanzkrise, ob das in der Frage des Abbaus des Sozialstaats, ob das in der Frage der Meinungsfreiheit abstrakt ist, in all diesen Fragen Widerworte erheben. Und die sollen eingeschüchtert werden und klein gemacht werden. Und deswegen sollten auch die, die davon profitieren, dass andere das Maul aufreißen. Ich weiß, dass ich manchmal das Maul zu weit aufreiße. Und sicher weiß Markus auch, die ein oder andere Formulierung hätte er in seinem Leben besser auch nicht gesagt. Das ist eben so, dass man manchmal dann übers Ziel auch hinaus galoppiert. Das nutzen die dann bei Leuten wie Ken Jebsen, wenn es mal einen solchen semantischen Fehler gegeben hat. Aber alle, die davon profitieren, dass welche das Maul aufreißen, manchmal auch über das Ziel hinausgehen, manchmal überspitzen, manchmal aber auch zuspitzen und manchmal auch etwas sagen, was nirgends gesagt werden darf, sollten sich hier hinter und neben und vor Markus Krall stellen, wenn sein Haus durchsucht wird oder seine Wohnung durchsucht wird und wenn sein Telefon abgehört wird. Das kann uns alle treffen. Und da ist mir der Martin Niemöller noch gut im Gedächtnis, als sie die Kommunisten abgeholt haben, habe ich gedacht, nein, ich bin kein Kommunist. Als Sozialdemokraten abgeholt haben, nein, ich bin kein Sozialdemokrat. Als sie die und dann und die abgeholt haben, das bin ich ja alles nicht. Und am Ende war keiner mehr da, der mit mir hätte irgendwie die Freiheit und die Demokratie und den Frieden verteidigen können. Deswegen ist deine Frage wertvoll gewesen, Wolfgang aus Hessen, und ich hoffe, ich habe adäquat geantwortet. Jetzt haben wir einen Media-Comment, Social-Media-Comment. Leonore schreibt auf YouTube, also ich finde, wir sind zurzeit in einem Lernprozess. Also ich bin der Meinung, wir sollten alle, die gegen den Krieg sind, einbeziehen. Wenn sie wirklich reinen Herzens gegen den Krieg sind, Leonore, hast du vollkommen recht, sollten wir so breit als möglich werden, weil noch ist der US-Imperialismus die Übermacht. Er kann noch einen Großteil Afrikas unterwerfen. Er konnte bis vor kurzem noch Diktatoren in Lateinamerika einpflegen. Er konnte noch bis vor kurzem China einschüchtern. Er kann Russland einen sehr langen Krieg aufzwingen. Er kann an die Grenze mit der NATO, der russischen Grenze, gehen, obwohl es Hans-Dietrich Genscher und andere Politiker versprochen haben, nie zu tun. Er hat noch eine ziemliche Macht. Und das brauchen wir alle, die bereit sind, miteinander in dieser einen Frage zu sagen, keine Waffenlieferungen an die Ukraine und einen Frieden zu schließen, der das Geld ermöglicht, dann auch im Winter wieder die Heizung anzumachen oder vielleicht auch in die Deutsche Bahn die 100 Millionen zu investieren, damit die Bahn endlich mal pünktlich wird, endlich mal preiswert ist und man endlich mal in der Bahn auch ein Telefonat länger als 90 Sekunden führen kann, ohne ständig zu sagen, hallo, hallo, hörst du mich noch, hörst du mich noch? Ist ja alles peinlich. In Usbekistan sind die Verbindungen besser als in Deutschland. Jetzt fragt Tobias sehr richtig, denn er schreibt, angesichts der gegenwärtigen allgemeinen nationalen Krise gilt es, alle patriotisch antiimperialistischen Kräfte für Frieden zu bündeln. Ich weiß gar nicht, Tobias, wo du diese marxistische Formulierung her hast. Ich weiß nur, dass in der DDR es auch diese Überlegung gab und man deswegen ja die Nationale Front gebildet hat. Also für alle diejenigen, die jetzt auf kommunistischer Seite aufschreien, wie kann man nur von patriotisch sprechen, will ich nur sagen, unter Walter Ulbricht ist dieser Begriff häufig gefallen und auch Gustav Heinemann, unser sozialdemokratischer Bundespräsident, hat gesagt, ich bin Verfassungspatriot, ansonsten
liebe ich meine Frau mehr als Deutschland. So, dann sind wir eigentlich, Ivy oder Ivy, ich glaube Ivy, sagt, was soll das eigentlich, diese Diskussion? Kann Frieden links oder rechts sein? Die Vorstellung ist seltsam, unparteiisch wäre gut, keine Flaggensymbole aus Friedenssymbolen. Ja, weißt du, muss ich dir ehrlich sagen, Ivy oder Ivy, ich habe mich Zeit meines Lebens geärgert, als die PDS noch die einzige Partei und die Linke die einzige Partei war, die gegen Waffenlieferungen und Aufrüstung war, dass ausgerechnet wir dann gesagt bekommen haben, ihr dürft keine PDS und keine Linken fahren auf Friedensdemos mit dabei haben. Nein, ich bin eigentlich der Meinung, in einem gewissen kleinen Ausmaß ist es gar nicht schlecht, mal zu sehen, aha, da hinten ist jemand von der SPD, aha, da hinten ist jemand von der DKP, aha, da hinten ist jemand, der vielleicht sogar von der Linkspartei ist und gegen Waffenlieferungen an Zelensky hier demonstrieren möchte. Ich finde das gar nicht schlecht. Beherrschend sollten diese Demonstrationen sein von der Friedenstaube des Malers Pablo Picasso. Beherrschend sollten diese Demonstrationen von gemeinsamen Symbolen sein. Aber ich würde da nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich würde auch Parteienflaggen immer zulassen. Wir sind am Ende ganz schön. Mal 1 Stunde 40 Minuten. Die Zeit verflog ja wie im Flug, wenn das jetzt nicht eine schlechte Alliteration wäre. Wir sind also jetzt doch 1 Stunde 40 Minuten zusammen. Es war eine gute Zeit. Nächsten Sonntag, 17 Uhr, gibt es wieder Mots auf Deutsch. Ich danke ganz herzlich Rainer Braun, der heute mit dabei war. Ganz herzlich Markus Krall, der mit dabei war. Ich danke unserem Team. Ich danke auch denen, die werben. Und wer werben möchte und ein gutes Produkt hat, schreibt uns auch an. Und jetzt alles Gute, liebe Freundinnen und Freunde, mit den nächsten Friedensdemos und mit unserer Sendung Modes auf Deutsch. Schöne Grüße an George Galloway nach England. Und dann sind wir jetzt eigentlich am Ende der Sendung. Denken Sie an die Spenden, denken Sie an die Anrufe beim nächsten Mal. Alles Gute und schönen Sonntagabend. Die Sonne kommt ja jetzt wieder raus. Ja.